Muss ich leider meinen Schweden wasseigenen hat ein Stammprovinz zurückgeben, damit ich sie Spionagenetzwerk bei mir annektieren kann. aufgebaut. Okay. Also davon ausgehen, dass das alle bei dir machen. Ja, no, irgendwie Korfu hat er auch bei mir eins gemacht. Was auch immer das bringen soll, wenn Korfu das bei mir macht. Was hat. Karten Was? klauen. Keine Ahnung, was Korfu da will. Ja, keine Ahnung. Mal für später, wenn es dann wichtige Sachen gibt, wenn es aufbauen. Karten stehen. Oh, boom. Jetzt bekomme ich die. Du kriegst den Zick gegen Warscore. Weiß So, ich. Mailand, Klar. 100% Kriegs-Warscore. Was wollen wir denn hier? Wir wollen auf jeden Fall Betonen oder noch Bresten. mal. Ja. Boah, ich könnte mir auch Mailand. Oh, wenn ich Mailand nehme, dann. Nein. Das kannst du nicht. Vergiss es. Mailand ist 32 für Development. Vergiss es. Ich Was? könnte Dings entlassen. Parma. Das Parma, das lohnt sich da unten nicht. Wie gesagt, das Schattenkönigreich hindert dich eigentlich sogar mehr, als es dir bringt. Ohne das Schattenkönigreich kannst du dann nämlich in Italien Rampage gehen. Oder zumindest deutlich mehr als jetzt. So. Was mir auf jeden Fall bringt, was es mir auf jeden Fall bringt, sind fast 400 Kröten. Das ist schön. Ja. Welches Bern und welches Brixen? Welch Brixen, welch Bern. Sehr schön. Obwohl dafür das Paradox mit seinem Deutsch nicht oder mit ihrem Deutsch nicht unbedingt gut umgeht, haben sie erstaunlicherweise die ganzen Provinznamen echt akkurat. Und sich einen Atlas gekauft. Wahrscheinlich. Oder ist ein Mitarbeiter, der Deutsche ist, und der hat gesagt: Leute, ich mach das schon. So. Oder sie haben vom Deutsch gerückt und geklaut. Jetzt macht Genua Mailand kaputt. Ja. Ja, warum denn nicht? Eben den seine. Nimmt sich hier ein Stück raus. Ja. Ja, ich habe auch schon einen Anspruch auf Mailand für den nächsten Krieg. Wenn sie dann noch Mailand haben. Willst du dann jetzt deinen Bayernkrieg auch noch führen? Ja. Gut. Da kannst du ja wirklich Ansbach und Salzburg entlassen. Das gibt dir ja nochmal Dings. Gibt ja auch nochmal Reichsautorität, oder? Nationen lassen gibt es doch Reichsautorität im Krieg. Ich weiß es nicht, kann Ja. sein. Reichsnation, ja. Und du bist halt immer noch mit Kastilien im Krieg. Ja, irgendwie. Aragorn macht da nicht viel. Die Nee. bauen wahrscheinlich drauf, dass du sie rettest. Jo, Gut. ich bin der Held, der niemals erscheint, so, ne? Ich kann den Bündnis schenken, Stefan, wieder. Aber eigentlich wollte ich mit dem Krieg gegen Bayern noch mal kurz warten, weil da gerade eh noch Nürnberg und so dran sind und ich baue gerade eh noch ein Spionagenetzwerk auf. Nochmal. Sieht immer sehr schön aus, wenn jemand mit Kaiser im Krieg ist. Hat bedingt Militärzugang durch. Willkommen. André. Bebe. Ich habe dir ein Willkommen. Bündnis Ein geschickt. Bündnis aus Burgund. Ja. Hey, ich habe doch gerade ein Produktionsdings bekommen. Warum? Ach so, hier bleibt. Ach, das ist für die Provinz. Silberberg, Schwarz, okay. Oh Gott, was ist das denn? Was? Hauptsache, ich will jetzt einen Markt bauen und ich sehe nicht mal, wie viel mir das bringt. Weil die Zahlen einfach nicht leserlich sind. Dann musst du reinzoomen. Ja, das ist so ein Trick. Ja, nee, sind trotzdem nicht leserlich. Ihr könnt euch das ja später im Part angucken. Okay. Ich glaube, habe ich hier irgendeine Mod drin? Nee, ich glaube nicht. Muss ich mir sonst die deutsche Korrekturmod reinmachen oder? Hab ich auch nicht, aber in Wien bringst du was. Überall sonst nicht. Ich guck mal Nur kurz Wien. in den Grafikeinstellungen, ob ich da irgendwas. Nö. Hä? Warum ist das denn dann so unleserlich? Frag mich was Leichteres. Vor allem, bringt dir in Tirol eigentlich die produzierten Handelsgüter plus eins was so? Ich habe keine Ahnung. Ich Was? meine, in Tirol kriegst du ja irgendwo diese Silberbergwerk Schwarz. Aber ich weiß jetzt So. nicht, ob mir das plus 17 bringt oder ist das eine 17?
Was ist denn, wenn ich das so mache? In Wien bringt es dir auf jeden Fall genug. Und sonst wo lohnt es sich nicht. Was, den Markt oder was? Ja. Ja, ich guck mal. Kannst du auf der Handelskarte gucken, überall wo irgendwie eine Flussmündung oder ein wichtiges Handelszentrum ist, macht das Sinn? Ja, da sehe ich halt ja. Nicht. Aber es wird mir halt jetzt so nicht angezeigt, was ich halt ein bisschen doof finde. Ah, gut. Flüchtling aus Byzanz. Nee, Tunesien. Was? Nach Tunesien, aus Granada. Oho. Ja, das Problem ist halt, der Krieg wird wahrscheinlich so lange gehen, bis Kastilien irgendwie die Balearen besetzt. Und das kann, was weiß ich, wie viele Jahre dauern. Ja, nö, oder nee. Bis dann einfach die Kriegsdauer hoch genug ist. Irgendwann kriegen sie Ruf nach Frieden. Ja, und dann hat sich das sowieso. Ja, die haben ja schon 20% Dings. Kastilien hat 20%. Ja. Wirklich? Kastilien, nicht Aragon. Kastilien hat 20 Kriegsmüdigkeit. Aragon, ja. Aragon, ja, das ist klar. Weil die komplett besetzt sind. Kastilien wollte mich gerade. Das hat mich gerade ein bisschen gewundert, ganz dezent. So, wählen mich alle noch? Ja, Böhm wählt mich jetzt. Okay, die haben gerade noch sich selbst gewählt. Sehr schön. Ja, Böhm wählen sich eigentlich ganz gern selber. Naja, ab einer gewissen Macht macht das jeder. Ja, aber ich hätte jetzt gerne nochmal halt die drei Dings, die da fehlen. Ja. Oh, der Krieg ist vorbei. Aragorn tritt Alicante an Kastilien ab. Aragorn wird 126 an Kastilien und seinen Verbündeten zahlen. Der Frieden wird... Ja. Ist mir egal. Irgendwie nichts. Irgendwie haben die nur eine Provinz jetzt abtreten müssen. Der hat noch nur 17% Warscore, also... Ja. Aber auch nicht ist mir viel. Egal. Wer will das von mir? Württemberg will irgendwelche Einheiten von mir? Ne, gewinnt nicht. So, wie sieht das denn hier jetzt aus? Krieg gegen Bayern. Wer macht da mit? Keiner. Oh, das ist ja toll. Ja, weil sie alle mit Bayern im Krieg sind. Ja. Muss Bayern halt echt. Wie hat Bayern denn Salzburg bekommen? Oh, Skippchen, bitte. Ich hab nicht aufgepasst, es tut mir leid. Ja, aber es tut ja weh. Entschuldigung. Obwohl, ich meine ganz ehrlich, wenn ich Österreich spiele, hole ich mir Salzburg auch nicht. Das ist einfach eine unnötige Aggressive Expansion und mittlerweile bringt dir Salzburg selbst auch nicht mehr viel, außer die du holst halt noch München und Landshut dazu. München und Ingolstadt dazu. Achso, die haben Start zusammen? Achso, ja. So, das liegt halt in keinem deiner Staaten. Und alleine bringt dir so eine Provinz nicht viel. Ach, ich wollte mir eigentlich jetzt im Krieg München snacken. Ja, klar, mach. Nochmal 15 Development. Nein, aber Hessen macht halt gerade mit, das stört mich ein bisschen. Die können auch ruhig wieder raus. Oder, geht tatsächlich noch, aber viel mehr würde ich nicht nehmen. Ach komm, mach ich jetzt Krieg. Besser jetzt als nie. Ja, wir sind gerade aus einem Krieg raus. Was sollen wir tun? Krieg! Ja. Ach was, ich bin alter Kriegstreiber. Jeder, der mich kennt, der weiß das. Halt. Ja. Hunting Force, kannst du eigentlich schon Flandern annektieren? Integrieren? Nö, 50 Jahre. Ah, okay. Ja. Das haben wir noch nicht ganz. Dabei, wenn der Wert zu annektieren. Aber ja, Brabant ist halt wirklich 16. Boah, ja, Brabant hat mich halt wirklich ultra viel Development gekostet. Ja. Das ist im. Aber ich meine, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich deutlich mehr verloren. So. Das war das Beste, was ich aus diesem Krieg noch rausschlagen konnte. Du hast eine sehr stattliche Armee da in Burgund stehen, muss ja. ich sagen. Oder? Ja, ich warte auf die Annexion von Nevers, dann bleuen die 3000 tapferen Heldentruppen aus Nevers meiner glorreichen burgundischen Armee. Ja, guck mal, 3000 Infanteristen würden deine Frontlinie optimal stärken. Ja. Ja, auch wenn Frankreich hat ein Spionagenetz ausgebaut. Läuft bei denen. Den? Also. Oh, Ansbach wurde entlassen. Das ist natürlich toll. Ja. Aber das gibt dir keine Dings.
Ich weiß, ich warte jetzt gerade, dass Bayern ihre Hauptstadt entlagert, damit ich die mir schnappen kann. Was? Okay. Achso, sind Augsburger oder was? Württemberger. Das sind Württemberger. Oh, Württemberg. Sonst behauptet. Naja. Vielleicht verlierst du da, ne? In den Bergen. Vielleicht. Ich guck gerade noch. Nein, die verlierst du. Das sieht moralisch nicht echt. Obwohl, naja, es könnte moralisch nicht vielleicht gerade so gehen, wenn du noch gut würfeln würdest. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum stehen die 14.000 Leute in Landshut da so seelenruhig da? Ja, ne, aber die schaffst du tatsächlich. Doch nicht. Ich dachte, ich schaff das. Ja, ne. Das dachte ich auch. Ich habe vorhin versucht, mit Norwegen zu spielen, stand in Trøndelag, oder wie auch immer man es ausspricht. Bergprovinz mit Festung und die Schweden haben mich angegriffen mit 12.000 zu 9.000. Ich verliere von meinen 9.000 runter auf 4.000 und die Schweden verlieren von 12 runter auf 10. Das ist geil. Ich hoffe ja jetzt eigentlich, dass sie da ihre Provinz entlagern. Wieso sind die eigentlich mit Nürnberg im Krieg? Württemberg. Bayerische Eroberung von Württemberg. Ganz einfach, weil sie ja Ansbach eigentlich hatten. So, und darüber haben sie sich einen Anspruch auf Württemberg fingiert und... Wittenberg. Heidelberg. Heidelberg? Ja, auf was? Auf Württemberg, also. Über Arnsbach auf Württemberg. Arnsbach. Kommst du denn auf Heidelberg? Frag mich lieber nicht. Okay, wir fragen dich lieber nicht. Hier steht, ich könnte Küstenüberfälle machen. Weiß doch jemand, wie ich die mache? Ja. Flotte nehmen, zu einer christlichen Nation segeln, da klickst du dann auf den Knopf. Venedig lebt ja noch. Byzanz. Küstenüberfall. Ja, Byzanz. Brauche ich dafür Soldaten? Nein. Ach da, ja. Du schifferst einfach mit deiner Flotte dahin und überfällst die Küsten. Und das bringt dir massig ich kann an hier Geld. Nicht, weil es neulich erst überfallen, also kürzlich erst überfallen wurde. Ja. Das ist das Problem. Weil du nicht die einzige arabische Nation bist, die das kann. Machen das alle anderen auch ganz gerne. Die Marokkaner ja, ich sehe es gerade. Die Samson und die Algerianer, eigentlich generell alle, die da unten Berber? Ist es Berber oder? Ja. Und die Johanniter können das, was sehr geil ist, weil dann. Was? Einfach... Die Johanniter können das? Ja, die Johanniter können das. Das heißt, bei christlichen Nationen. Hä? Oder bei muslimischen? Bei muslimischen, bei immer bei anderer Religion. Aber du rennst dann einfach mal die ganze Küstenlinie da im Mittelmeerraum entlang, die du kannst auch nicht das ganze Mittelmeer lang, sondern nur irgendwie hier bis zum Golf von Sirte und irgendwie hoch bis zum östlichen Schwarzen Meer oder so. Was ist die Voraussetzung dafür? Musst du dann Ritterorden sein oder? Nö, das sind die Traditionen hier, ermöglicht Küstenüberfälle. Die Malteser Rittertraditionen. Okay. Das ist halt eine Idee, nationale Idee. Tradition halt, so. Und da rennst du dann halt mal eben mit deiner Flotte da durch und machst dann mal eben innerhalb von 5 Monaten 500 Dukaten knapp. Wenn nicht ganz 300, 400 Dukaten. Ja, es geht leider erst über April oder Februar 65 wieder. Ja. Und ja, dann hast du den gottgleichen Söldnerswärm zur Verfügung. Ja. Und es gibt auch noch Seeleute. Das ist eigentlich echt praktisch. Warum auch immer es Seeleute gibt, du müsstest ja eigentlich nicht verlieren. Nö. Machst den Küstenüberfall und nimmst gefangen als Sklaven. Sklaven als Soldaten, das fände ich so schlau. Sklaven als Seeleute, Sklaven als Ruderer auf Galeeren und so weiter. Genau. Na gut, mit Sklaven als Ruderer geht noch, ja. Oh, ich habe einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Ich kann München ja nicht belagern. Ja, warte doch, bis Württemberg fertig ist. Weil jetzt da wahrscheinlich die Sache mit Bayern nicht gelaufen ist. Haha, der ist gelockt. Jetzt kriege ich ihn. Du greifst nach Salzburg rein an. Sollte klappen, aber... Speed grind. Jetzt ist es vorbei. Der Württembergisch-Bayerische Krieg. Das ist der pure Meat-Grind. Wenn die Berge angreifen, ist der pure Meat-Grind.
Ja, aber das konnte ich ja jetzt riskieren, da war ja niemand. Und jetzt mache ich ja seine Armee noch fertig, indem ich ihn jetzt verfolge und dann hat sich das Ding hier. Ich meine, was will Hessen machen? Hessen steht auch unter Belagerung. So, wie sieht es denn aus mit meiner Reform durchkloppen? Ah, sehr gut. Noch zwei. Wenn ich jetzt zwei Provinzen dazu hau, dann habe ich das. Oh, was? Achso, ja, die Waffen. Frankreich ist im Krieg, wenn wir es ausschlachten wollen. Ja, Frankreich ist aber Wir haben aber nur noch im einen Krieg in der Waffenruf. Provence, Schweiz und Florenz, also. Doch Frankreich bis 65 im Dezember rein. Ja. Könnte aber sogar sein, dass Tunesien, also es ist KI-Tunesien, die alle geplündert hat. Kann Weil ich auch hatte ziemlich passieren. viel Geld. Ja, das ist. Nein, Mein Ziel ist Brandenburg, du dann musst erstmal mich Vermont. wählen. Ich sagte, nein, Brandenburg, du musst mich wählen. Die wollten mich gerade nicht wählen. Alter, Embargo, Embargo, Embargo. Warum kriege ich die ganze Naja. Zeit Embargos? Ein Rivalen. Ein Rivalen. Und von Venedigs. Ja, weil der Ja, Waffenstillstand mit sein. Venedig vorbei ist. Ja. Achso, hier, Max, willst du was von Savoyen? Warte, warte, Sicher warte. würde das wollen, wenn er Genua als Handelsknoten will. Ja, aber meine aggressive Expansion ist immer noch hoch, Achso, zu hoch. weil dann würde ich nämlich Venedig angreifen, weil die sind mit Savoyen und Mantua verbündet. Ja, aber meine aggressive Expansion ist immer noch zu hoch. Ich kann hier nichts nehmen, aber ich könnte Oh, Junge. vielleicht Baut nehmen, wenn überhaupt. Aber auch das eher weniger. Wie viel hast du denn noch? Gucken wir doch mal. 21, das geht doch noch. 32, Wie, 37. das geht doch noch. Frankreich machen wir Nee. schon fertig. Wir haben die englische Insel-Elite. Ja, Hust, nee, ich hust. habe keine Lust auf noch so einen Koalitionskrieg. Tut mir leid. Einmal reicht im Leben. Ah ja, das steht sogar dabei im Malus der Beziehung: Plünderung für Sklaven. Ja. Nee, Savoyen hole ich mir dann, wenn es Schattenkönigreich Oh. eintritt. Was, aber du Das kannst doch mit sehe ich mir, wenn als ich eine Venedig Großmacht. angreife, dir schon ein Stückchen nehmen. Eben nicht. Es sei denn, du erklärst Savoyen als Co-Kriegsziel, dann vielleicht. Ja, kann ich Und selbst machen. Dann. wenn habe ich nur 3000 Manpower. Also nein. Da Ach kannst du so. vielleicht sogar noch was von Lothringen nehmen. Ja, das. Nee, das kostet auch zu viel. So. Barois vielleicht, ja, das wäre eigentlich das Einzige, was ich bräuchte, aber sonst. Nee, machen wir wann anders. Gut. Boah, ich könnte Mailand erben. Hast du? Aber ich, ja, Findest du die irgendwas? hassen mich, weil deren Herrscher ist 69, 70 Du jetzt. 70, du kannst den Thron beanspruchen und Mailand Nee, holen, kann ich aber. nicht. Wir haben nicht dieselbe Dynastie oder sonst was. Kann ich nicht. Okay. Schade. Was steht hier, Das wäre wenn schön gewesen. Adliger aus mailändische ein mailändischer Adliger verkronen nach? Obwohl Mailand ist halt auch echt krass. Mailand ist so viel Entwicklung. Ja, und dann haben sie auch noch eigentlich gute Traditionen. Ja, Mailands Ideen sind nicht schlecht, das stimmt. Ich sehe Konfliktpotenzial. Ich bin mit den Osmanen verbündet und Marokko mit den Mamelucken. Gut. Wir hatten von euch als erstes Lust auf den Krieg gegen Dänemark. Dänemark? Also ich wäre dabei, weil die haben Holstein. Das würde ich dann ganz gerne befreien. Okay. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Die Sache hat nur einen Schönheits, ja. Mit Polen verbündet. Richtig. Und Wohlen hat bestimmt die Pio Ja, genommen. haben Ja. sie. Okay, dann haben wir ein Problem. Ja, ich hätte eigentlich. Es sei denn, Aber. Burgund macht mit noch. Und noch Nee, nee, nee. irgendwer. Also, ich habe eigentlich kein Problem, weil ich würde einen Anspruch auf Orkney fingieren. Den Ticking Warscore einheimsen. Gegen Warscore einheimsen. Niemand auf meine Insel lassen und sagen: Jo. Das ist die Bastarde. Genau. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie bis nach die Normandie kommen, ist sehr gering. Ja, außer sie haben vom Kaiser Zugangsrecht. Obwohl selbst dann Ja, dann müssten schlage sie durch ich Kaiser. mach doch mit dann. Ja, dann Lustig müssten sie ist. durch Frankreich oder durch Zwingenderweise. mich durch. Weil.
Du müsstest dann so mal Polen, Litauen, Litauen, Dänemark, Schweden und Norwegen aufhalten. Also quasi alles. Aber du schaffst das schon. Ich könnte Hessen nicht als Vasallen nehmen, wenn ich wollte. Nein. Du. Ah, dann nehme ich mir die 32 Kröten. Ahnung, du kannst doch nichts entlassen aus Hessen, also. Sollte mal, ist es eigentlich gut mit, wie ist das eigentlich mit den Handelseinfluss übertragen? Soll ich das auch nehmen? Ist das gut? Oder nein, nein, das brauchst du nicht. Okay. Wenn du mal deinen Handelsknotenpunkt guckst, du sammelst in Wien ein. Und wenn du dann mal guckst, wo Hessen liegt. Ja gut, das stimmt. Dann siehst du, dass dann nichts nach Wien läuft, sondern alles von Wien weg. Zweitgrößte Macht des Planeten. Gleich. Naja. What the fuck? Hast du nicht gesehen, wie glorreich die britischen Truppen gekämpft haben? Ja, ja, und knapp, ganz, ganz knapp hinter den Ming nur. Ja, aber wenn die Osmanen auftecken, dann sind die Osmanen. Also, wenn die Polen auftecken, sind auch die Polen besser als sie. Ja, also wenn sie ihre. Dann. Oh, bis dahin. So, München gehört dem Kaiserreich an. Das ist das. Also gehört dem Kaiser des Kaiserreiches an. München gehört dem Österreich an. Hm, geht sogar. Oh, ich würde die 7 Monate jetzt eigentlich noch abwarten. Oder 8 Monate noch abwarten, das Jahr knapp. Anstatt die beiden Provinzen hinzuzufügen, dann hast du ja die Reichsreform. Hm, hab ich und jetzt dann, gleich. Ja, aber ich würde die Provinz nicht hinzufügen. Ich würde einfach halt die eine Dings abwarten jetzt noch. Und danach gegebenenfalls halt, obwohl ich weiß nicht, ob diese die zwei Reichsautorität irgendwas bringen, weil je weniger oder je mehr Reichsautorität, desto wahrscheinlicher wählen dich die Leute ja auch. Erstmal sind jetzt viele Leute gegen eine Reform. Ich muss jetzt erstmal warten. Hm, 4 Fürsten sind für die Reform, ja. Beziehung verbessern. Ja, bin ich gerade dabei. Boom. Es liegt auch daran, dass du viel eine zu große Überdehnung hast, also. Ja, aber das nimmt ja ab. Das ist ja kein Thema.